Ich war in Innererde. Und das ist nicht dahingesprochen, sondern ich hatte wirklich das Glück oder die Gnade, Innererde besuchen zu dürfen. Und ich möchte heute darüber sprechen, etwas, was mich damals sehr bewegt hat und wo ich jetzt wirklich jahrelang mit niemandem oder mit kaum jemandem darüber gesprochen habe. Doch zuallererst möchte ich dich ganz herzlich auf meinem Kanal begrüßen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meinen Unterstützern des Kanals bedanken, der Friedegund, Ria, der Gabriele, Max, Josef, Michael und Lieselotte. Ich danke euch von ganzem Herzen. Warum ich heute darüber spreche, über ein Thema, wo ich jahrelang geschwiegen habe, hat einen besonderen Grund, denn ich habe ja schon einige Male gesagt, wir werden auf die neue Erde gehen, das wird über Innererde passieren, also ein Großteil der Menschheit wird über Innererde auf die neue Erde gehen. Man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, wie soll das gehen, dass in Innererde so eine Art Stargate ist, was uns dann in eine andere Welt rüber transportiert. Es klingt alles sehr unglaubwürdig, sehr fantastisch, sogar für mich. Und ich habe da in letzter Zeit auch so meine Bedenken gehabt und kann das wirklich sein? Es wäre ja sehr schön und stehen wir da wirklich unmittelbar, also in den nächsten Jahren oder in nächster Zeit, wird das wirklich passieren? Und da habe ich heute so richtig eine Erinnerung bekommen, so komm, erinnere dich, du warst schon dort, du hast schon so ein Erlebnis gehabt und sprich mit den Menschen darüber, teile diese Erfahrung mit ihnen und ja, ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass man über diese Erlebnisse spricht. Viele von euch haben oder einige von euch haben wahrscheinlich auch schon Erfahrungen gemacht, die in dieser Realität, wo wir sind, auf Kopfschütteln stoßen würden oder so, bist du noch ganz normal. Ja, es ist einfach unsere Erziehung, unsere Bildung, was wir erfahren haben im Laufe der Jahre, dass es sowas schlicht und einfach nicht geben kann. Doch immer mehr Menschen berichten darüber, immer mehr Leute packen aus, erzählen von ihren Erlebnissen. Und da bin ich auch wieder auf ein Buch gestoßen vor kurzem, eigentlich durch euch, durch einen von euch, wurde ich darauf hingewiesen, über den Schatzberg, diese Erlebnisse von Radu, der da ja, in die Puccegi-Berge drinnen war und da diese Zeitkorridore und diese Wege in andere Welten gefunden hat und dabei sein durfte mit diesem Forscherteam. Und da gibt es jetzt den Band 5 bereits auf Deutsch und der spricht darüber, dass der verschiedene Zivilisationen sogar besuchen durfte und die verschiedensten Erlebnisse in Innererde gehabt hat. Auch etliche Whistleblowers sprechen darüber. Mein Vater war ein MIB. Band 5 habe ich da auch jetzt einige Berichte gelesen, die zum Teil sehr fantastisch waren. Und da habe ich mir jetzt gedacht, es ist jetzt an der Zeit, meine Erfahrung zu teilen. Und das möchte ich jetzt machen. Also ich bitte euch wirklich, wenn ihr noch Zweifel habt an den Botschaften, was unser Mira sagt, so das kann es ja gar nicht geben, dass wir dann geholt werden und über Innererde da auf die neue Erde gebracht werden. Ja, mir kommt es auch sehr fantastisch vor. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, wie das dann funktionieren soll, aber ich weiß, dass es diese Zivilisationen im Inneren der Erde gibt, weil ich selber dort war, halt nur bei einer. Und ich habe auch nicht überall Zutritt gehabt, aber ich werde dann darüber berichten gleich. Und ich denke mir, wir müssen wirklich
unsere Horizonte erweitern. Es ist jetzt echt wichtig, dass wir von dem, was uns vorgekaut wird, heraustreten, dass wir dieses Feld der unbegrenzten Möglichkeiten aufmachen, einfach offen sind für die Wahrheit, offen sind für das, was vielleicht möglich ist und ja, dass die Welt nicht das ist, was sie scheint. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Botschaft, die möchte ich euch heute wirklich rüberbringen. Ja, und ich werde euch jetzt erzählen einfach, was ich erlebt habe. Ich meditiere jeden Tag in der Früh und es war 2011 und die geistige Welt hat zu mir gesagt, du musst nach Gran Canaria fahren, wir möchten dir was zeigen, du musst dort eine Höhle finden, eine spezielle Höhle, die musst aber du finden. Wir dürfen dir da keine Informationen darüber geben, wir sagen dir nur, wo du hingehst und dass du eine Höhle suchen sollst. Es ist ganz, ganz wichtig für dich. Gut, wir reisen gerne, mein Mann und ich, damals waren wir noch nicht verheiratet und ich habe zu Reinhard gesagt, du, fahren wir nach Gran Canaria. Gesagt, getan, ich habe die Flüge gebucht. Und wir haben uns auf den Weg gemacht. Dazu muss ich sagen, ich habe in dieser Zeit die Merkaba-Technik, das ist eine spezielle Atemtechnik, zur Erweckung der Merkaba gemacht. Und ich hatte da einen sehr guten Lehrer, den Peter, der hat uns nicht nur die Tetraeder-Merkaba gelehrt, sondern auch die anderen platonischen Körper, die ebenso Lichtkörper über den Körper bilden. Und da hat man schon, man wird sehr feinstofflich und hat da über die Meditation manchmal sehr reale Erlebnisse, wo man wirklich fast das Gefühl hat, in andere Welten einzutauchen. Und ich dachte mir, vielleicht habe ich einfach in dieser Höhle so ein besonders intensives Erlebnis, was auch immer. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, aber wie immer, wenn ich wirklich einen Auftrag von oben kriege, und das Gefühl habe, es stimmt, was mir gesagt wird, dann mache ich es einfach. Und wie gesagt, reisen tue ich sowieso gerne, also gesagt, getan. Wir sind dann hingefahren, eine wunderschöne Insel, wer sie nicht kennt. Und wenn ihr sie nur vom Badeurlaub kennt, dann bitte unbedingt die Insel anschauen, nochmals hinfahren. Es sind wirklich fantastische Landschaften, sehr, sehr schöne Insel. Gut, wir haben unser Mietauto gleich genommen und haben uns auf den Weg gemacht, kreuz und quer durch die Insel. Wir haben sehr viele Höhlen gefunden. Es gibt da auch ein Tal, wo sehr viele Höhlenwohnungen sind. Einige verlassene Höhlen, so im Zentrum der Insel. Ja, wir haben wirklich alles, was es so gibt und was wir in den Reiseführern gefunden haben, abgefahren. Und sind da auch dann auf eine Offroad-Straße gekommen mit unserem kleinen Mietwagen. Es war immer steiler, die Schlaglöcher sind immer größer geworden und die Abbruchhänge so neben dem Auto immer tiefer. Und ja, da wären wir schon gleich verschollen. Also mit Mühe und Not, ich bin dann ausgestiegen und irgendwie haben wir es dann noch geschafft, diese Straße und diesen Berg hochzukommen, weil dort hätte man nirgends umdrehen können und ja, es war wirklich ein Abenteuer. Gut, ich habe dann so gegen Ende der Reise die Hoffnung verloren und schon gedacht, ich habe mir das Ganze eingebildet und ja, war da etwas traurig, obwohl die Insel wunderschön war. Wir fantastische Erlebnisse hatten. Unter anderem durfte ich auch ein Gespräch führen mit einer Hohepriesterin, die damals auf dieser Insel gelebt hat, also vor ein paar tausend Jahren. Und die hat Kontakt aufgenommen und hat mir einiges über das Leben damals erzählt. Und wir hatten da ein tolles Gespräch mit vielen, vielen Informationen. Dann haben wir auch, da waren gerade auch Forscher dort vor Ort, wo ich diese Begegnung hatte, die versucht haben, mit Geräten paranormale Messungen zu machen. Also
alleine diese Dinge waren schon sehr spannend mitzuerleben. Und wie gesagt, aber dieses Erlebnis ist halt nicht eingetreten und diese Höhle habe ich nicht gefunden. Und es war der vorletzte Tag. Und am Rückweg, nachdem wir schon den ganzen Tag unterwegs waren, es war schon gegen so 18 Uhr, würde ich sagen, am Rückweg zu unserem Hotel, sagt der Reinhard zu mir, schau, da ist ein Schild, so ein braunes Schild, das immer Hinweise gegeben hat zu Sehenswürdigkeiten, Quattro Portos, die vier Tore. Nehmen wir das noch mit? Und ich habe gesagt, ja, klar, schauen wir noch hin. Sind dann hingefahren und die letzten Besucher haben gerade die Anlage verlassen. Da ist auch kein Eintritt, war freier Zutritt damals. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Und ja, wir sind da dann hineingegangen. Und bereits, wie wir da diese Anlage betreten haben, so ist mich so ein ganzer Schauer über den Körper gekommen. Und ich habe zum Reinhard gesagt, du, das ist der Ort, den wir suchen. Wir sind dann hineingegangen und es ist da dann auch gestanden, dass die älteste bekannte Kultplatz auf Gran Canaria und Reinhard hat da überall gelesen und ich habe aber nur mehr so den Sog gespürt, also kann nicht warten, mach du das. Und ich habe gesagt, du da vorne, ich spüre das, das ist der Platz. Und da war wirklich dann eine Höhle. Und ich habe gesagt zum Reinhard, ja, du, das ist der richtige Platz, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich meditiere da, ich schaue, was passiert, gib mir Zeit, du schaust dir die Anlage an, ich werde dich dann finden, so groß ist das nicht, wenn ich fertig bin, aber gib mir die Zeit. Ich habe mich dann in diese Höhle hineingesetzt, das war einfach wirklich wie eine Wohnhöhle, eine Höhle. Und da war sonst nichts, kein Gang, kein gar nichts. Ich habe mich da reingesetzt und begonnen zu meditieren. Und es war ja vielleicht 2-3 Minuten später. Das war einfach unglaublich. Hinter mir ist die Wand aufgegangen. So, ja, einfach aufgegangen. Und da war dann ein Gang, ein Tunnel. Und ich war so ganz, was ist jetzt so? Ich war noch gar nicht so richtig tief in der Meditation, obwohl ich in der Früh meditiert habe natürlich. Und ich war da ganz so richtig, könnt ihr euch vorstellen, so, was ist da jetzt los? Und da ist ein Mann herausgekommen, sehr groß, ja, ich möchte fast sagen eine Lichtgestalt, aber ich konnte ihn berühren. Und der hat gesagt, komm, ich hole dich ab. Und ich bin dann mit dem einfach mitgegangen. Wir sind zuerst durch diesen Stück Tunnel gegangen und dann war ein Weg hinunter mit Stufen und dann habe ich schon eine ganz, ganz große Halle gesehen. Da sind dann mehrere von diesen Wesenheiten gewesen. Die haben ausgeschaut wie wir, nur größer. Alle sehr, sehr freundlich. Ich möchte fast sagen, also man hat dreimal schauen müssen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat. Also sie waren sehr, auch die Männer hatten sehr weiche Gesichtszüge und alle eine sehr, sehr liebevolle Ausstrahlung, also wirklich ganz, ganz unglaublich. Und ich bin dann bis zu dieser Halle gekommen, hatte dann das Gefühl, so alles wird versetzt, wie wenn ich tiefer in die Innererde noch gekommen wäre. Das war aber so eine Reise, so wie wenn du ein paar Sekunden fast das Bewusstsein verlierst. Und dann hatte ich das Gefühl, wir sind da. So, irgendwo bin ich hingebracht worden über einen Zeitkorridor oder ich kann es nicht anders erklären. So, ich weiß es einfach nicht. Und ich glaube, mit dem heutigen Verständnis, dass diese große Halle, die ich da gesehen habe, dass das so eine Station war oder ein Bereich war, wo geachtet wird, dass da niemand, der nicht rein darf, dass da keiner reinkommt, falls irgendwer nicht befugter da dieses Portal überschreiten würde oder so. Also so interpretiere ich das, weiß es aber nicht. Und ja, dann war ich dort. Es war
fast wie, wie bei uns auf der Erde. Ich habe Menschen gesehen, also diese Menschen gesehen, wie gesagt, die waren größer und waren alle sehr hell, hell gekleidet, hatten zum Teil lange Gewänder, die aber so fluorierendes Licht hatten. Diese Menschen waren schon materiell, also mein Begleiter hat mich immer wieder berührt, wenn er meine Unsicherheit gespürt hat, die dann aber immer weniger geworden ist. Und an was ich mich erinnern kann, mir wurde dann erklärt, dass auch unsere Zivilisation in Zukunft von der Energie her so fein sein wird. Sie haben auch noch Körper, aber durch diese hohe Schwingung, durch diese hohe Frequenz ist das alles ein bisschen, sag mal, ein bisschen feinstofflicher, ja, kann es nicht anders erklären. Und ich bin dann herumgeführt worden, hatte Zugang zu einigen Bereichen, habe junge Menschen gesehen, keine alten Menschen, aber Erwachsene. Und mir ist auch erklärt worden, dass es da keine wirklich alten Menschen gibt, denn die Körper altern einfach nicht. Diese Zivilisation wird sehr, sehr alt. Und bei ihnen ist alles in göttlicher Harmonie, in Vollkommenheit, in Liebe. Und ich weiß nicht, also nach unserer Zeit war ich nachher ungefähr eine Dreiviertelstunde dort, aber ich hatte das Gefühl, ich bin da länger. Wie gesagt, ich glaube, es war auch so eine Zeitverschiebung. Und ja, wir haben uns dann hingesetzt und einfach, ich habe dann einfach geschaut in diese Landschaft, habe die Menschen beobachtet und ja, ich habe gerade so vor meinem inneren Auge, Entschuldigung, dass ich euch nicht anschaue, vor meinem inneren Auge wieder so diese Bilder. Und ich habe irgendwie gespürt, wie alles von mir abfällt, so dieses, alle Zweifel, auch dieses Wünschen, etwas zu wollen, dieses Streben nach etwas, das hat sich alles da aufgelöst. So. Und ich bin mehr und mehr in diesen Seinszustand, in dieses Ich bin gekommen und mehr und mehr Ruhe. Und ich wurde dann von meinem Begleiter angelächelt und es hat mich so eine ganz tiefe Liebe durchströmt. Und auch die anderen, die da vorbeigekommen sind, wenn sie mich angeschaut haben, wir haben dann gar nichts gesprochen. Es war nicht notwendig. Es war so, wie unsere Herzen haben sich verbunden und da ist so viel Liebe und Harmonie geflossen. Das war einfach extrem berührend und dann war die Zeit um und mein Begleiter hat gesagt, komm, du musst wieder zurück. Und ich habe mich dann wieder in dieser Halle wiedergefunden. Wir sind dann diese Stufen wieder hochgegangen. Wobei man man kann sich wirklich vorstellen wie so eine Höhle, wo manchmal dann so Wege runter sind. Und wir sind dann wieder hochgegangen. Ich bin dann dieses 2-3 Meter Gang noch gegangen und mein Begleiter hat sich dann verabschiedet und hat mich noch angeschaut. Und vor meinen Augen hat sich dann dieser Gang wieder geschlossen und ich habe dann gegriffen und geschaut und es war wieder ein ganz fester Stein und ich habe dann geschaut, ob es hier einen Mechanismus oder irgendwas gibt, aber da war echt nichts. Wir haben das dann auch noch genau untersucht und da war, wir haben nichts gefunden. Also es ist irgendwie so eine Dimensionshöhle, wo man rein kann. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es einfach nicht. Und ich habe dann den Reinhard gesucht, der derweil den Rest der Anlage, die auch sehr spannend ist, untersucht gehabt hat. Wir arbeiten ja auch geomantisch. Er hat auch dann einige spannende Dinge da über den Ort entdeckt und gefunden. Und ich habe ihm dann meine Erlebnisse gesagt. Und was das absolut Tollste daran war,
ist, dass ich in diesem Zustand des absoluten Seins dann circa 1,5 Wochen gewesen bin. Also ich habe mich sofort in jeden Menschen hineinversetzen können, in den Baum, in den Stein, in alles. Und ich glaube, wenn neben mir eine Bombe runtergekommen wäre, wäre ich auch in diesem Gefühl gewesen. Also da hat mich einfach nichts aus der Bahn schmeißen können. So, ich war absolut zufrieden, vollkommen glücklich. Und ich glaube, das ist dieser Zustand, den wir dann auf dieser neuen Erde die ganze Zeit haben werden. Und ich hatte das Gefühl, so, das ist jetzt Erleuchtung. Und ich bin aber dann 1,5 Wochen später, da waren wir schon zurück, ich war dann in Wien auf einem Seminar und wir haben da eine Übung gemacht. Also ich war da Teilnehmer und mein Gefühl sagte mir, nein, du magst da nicht mit. Und waren aber alle so begeistert und ich habe mich dann irgendwie mitreißen lassen, so was soll das schon sein. Also ich habe gegen das, was ich eigentlich gewusst habe, mitgemacht und wusch. Und ich war wieder hier. Ich habe das dann so wie eine Vertreibung aus dem Paradies empfunden und es hat mich echt, echt getroffen. Es war mir, glaube ich, eine Lehre fürs Leben. Mach nie was gegen dein Gefühl. Wenn dir dein Gefühl sagt, tu es nicht, dann tu es auch nicht. Ich werde es auch nicht mehr machen. Wenn ich nochmal dieses Geschenk dieser Alleinheit bekomme, dann werde ich das sicher nicht nochmal riskieren, dass ich irgendetwas tue, wo mir mein Gefühl schon sagt, tu es nicht. Also das riskiere ich kein zweites Mal, das kann ich euch garantieren. Und seitdem weiß ich, wie es sich anfühlt. Seitdem weiß ich, ja, was Einheit bedeutet. Ich habe dann ein paar Mal in Meditationen, bei Übungen dieses Gefühl noch erfahren dürfen, aber halt immer nur für ganz kurze Zeit, für 20 Minuten, 30 Minuten. Aber das im Alltag halten, dieses Gefühl ist ja auch für mich schwierig, unmöglich fast. Aber ich weiß, wenn wir da jetzt in diese neue Zeit reingehen, dass wir dann wirklich dauerhaft in so einem Gefühl sein können. Und ich kann euch sagen, es ist fantastisch, wenn ihr diese Erfahrung noch nicht gemacht habt. Und es ist wunderbar. Und ja, ich habe diese Erfahrung jetzt mit euch geteilt, weil es dauert schon so lange und so viele Menschen haben schon Zweifel und keine Kraft mehr und verlieren manchmal wirklich die Hoffnung, wie lange müssen wir noch ausharren, wie viel müssen wir noch erdulden. Bitte haltet durch, es dauert noch ein wenig, aber ich weiß es, auch wenn ich manchmal meine Zweifel habe, aber ganz tief in mir weiß ich es. Nicht nur, weil ich es schon erlebt habe, oder vielleicht, weil ich es schon erlebt habe, dass das real ist. Und ich glaube da ganz fest daran, auch wenn es außen manchmal so ausschaut, als ob es unmöglich wäre. Aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Daher weiß ich, dass man nach in der Erde gehen kann. Und ich glaube jetzt ganz sicher, dass das einen besonderen Grund hatte, dass ich diese Erfahrung machen durfte und dass es auch einen besonderen Grund hatte, warum ich diese Botschaft bekommen habe, dass wir über Innererde da auf die neue Erde gehen werden. Und darum vielleicht musste ich auch dieses Erlebnis machen, durfte dieses Erlebnis machen, das ich jetzt mit euch geteilt habe. Ja, so ganz kurz möchte ich noch Amira fragen, ob sie dazu was sagen möchte, ob es dazu eine Botschaft gibt. Ich begrüße euch und ja, es ist jetzt an der Zeit, einige von euch, die diese Botschaft jetzt hören und sich angehört haben, werden auch noch gerufen. Nicht nur du, Lydia, einige Menschen davon kennst du noch gar nicht. Und
Einige davon sind in deiner Zuhörerschaft. Wir kontaktieren natürlich auch andere, denn es werden viele sein, die wir da auswählen, um weiteren und vielen anderen Menschen zu helfen und mitzugehen. Denn es werden Millionen Menschen sein, die wir da auf die neue Erde, die da auf die neue Erde gebracht werden, die diesen Wandel mitmachen werden. Und da brauchen wir viele Helfer. Das geht nach Bewusstsein. Viele, die ein hohes Bewusstsein haben, werden wir beten, mitzuhelfen. So als ich hole meine Freunde Aktion sozusagen, und die werden dann den anderen helfen und sie da hinein begleiten, ihnen die Ängste nehmen. Denn das ist schon, du warst vorbereitet durch diese intensiven Meditationen, die du damals gemacht hast. Also du hast auch in der Meditation sehr reale Reisen gemacht. Also für dich war das jetzt nicht so das große Schockerlebnis. Aber wenn man da ganz unvorbereitet ist, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man da einen Menschen hat, dem man wirklich vertraut, der da auch dabei ist. Und das ist eine gute Art, die liebevollen, lichtvollen Menschen, die aber vielleicht damit noch überfordert werden, dass da jemand, den sie kennen, dabei ist und der ihnen dann hilft, da hineinzugehen. Und darum werden jetzt viele von euch gerufen in nächster Zeit, darauf vorbereitet. Und ihr bekommt natürlich auch Schulungen. Das geschieht zum Teil in der Nacht, aber ihr werdet auch vorher richtig mitgenommen, so wie Lydia mitgenommen worden ist, damit ihr das wisst. Und auch dort in Innererde bekommt ihr eine Schulung, bevor ihr die anderen holt. Also ihr braucht da keine Angst haben, ihr geht da nicht ganz unvorbereitet in die Sache oder an die Sache ran. Lasst euch überraschen, es wird noch sehr viel passieren. Es ist jetzt an der Zeit, euch darauf vorzubereiten, viel zu meditieren, aber vergesst nie die Erdung, denn manche verlieren sich in diesen Sphären, und das ist gar nicht gut, denn nur Menschen, die mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen, die auch in der Materie fest verhaftet sind, sind geeignet, dann als Helfer den anderen da zu dienen, denn das ist eine sehr wichtige Aufgabe, und da muss man auch, wie gesagt, sehr, sehr gut geerdet sein, um nicht den Boden zu verlieren, um nicht abzudriften. Daher, wie gesagt, bitte versucht, gut geerdet zu sein. Und gerade zur Erdung werden wir nächste Woche sprechen darüber. Das ist mein großes Anliegen, so mit beiden Beinen fest verwurzelt in der Erde sein und aber nach oben offen sein für diese neue Zeit, für diese neue Sphären, diese neuen Energien. Das heißt, mit oben offen sein meine ich eure oberen Chakren, dass ihr gut angebunden seid an das Göttliche. Aber ihr müsst auch gut verwurzelt sein, damit ihr da gut durch diese Zeit hindurchgeht. Und wie gesagt, nächste Woche werden wir über diese Erdung sprechen, über dieses Verwurzeltsein und diese Verbindung von oben und unten. Aber für heute habt ihr sehr viele genug Informationen bekommen. Ich ziehe mich jetzt zurück. Danke, liebe Amira. Ja, danke, liebe Zuhörer. Ich bin jetzt gerade in so einem schönen Gefühl, weil ich mich erinnert habe, wie es dort war. Und ja, vielleicht können wir mal eine gemeinsame Meditation, eine gemeinsame Reise dorthin machen. Schauen wir mal. Aber nächste Woche müssen wir ja Erdung machen, haben wir gehört. Und dann bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's es gut, alles Liebe, eure Lydia. Und sei glücklich.